Jetzt geht es stark auf die Zielgerade zu mit Bauabschnitt 15 und da kümmern wir uns mal hier um diese ja, noch unschönen Abschlüsse hier an diesen Seitengängen, sowohl an der als auch an der anderen Seite. Und wenn ich richtig gespickt habe, kommt in dem Abschnitt dann auch nicht mehr viel mehr dazu. Also schauen wir mal, was draus wird. Das sind alle Teile, die wir dazu noch brauchen. Und ja, los geht's. Und fertig sind die beiden Schlussteile hierfür auf diese Gänge drauf zu packen. Aber wie immer schauen wir erst noch mal kurz drüber. Das ist die Unterseite, wenig spektakulär. Und die Teile sind recht massiv geraten und sehr stabil, wie man sehen kann. Also da wurde schön nach oben gearbeitet, unten mit Platten angefangen, seitlich noch etwas angebaut und dann ging es hier weiter nach oben und alles ist recht robust geworden. Natürlich mit den üblichen Verzierungen hier wieder. Mit, ja, was ist denn das hier? Solche Motorradgriffe, würde ich mal sagen, oder Motorradlenker, die hier mit verbaut wurden. Und ja, sieht ganz nett aus. Beide genau identisch. Habe ich tollerweise erst am Ende des Bauschritts gesehen. Also ich habe hier alles schön brav und fleißig einmal zu Ende gebaut und dachte, wunderbar, wahrscheinlich sieht die andere Seite drüber ein wenig anders aus, aber ja, ganz am Ende steht hier, bitte zweimal bauen. Naja, gut, ich baue halt lieber parallel, aber was mich nicht umbringt, macht mich nur härter. Und ja, ich werde jetzt hier mal schauen, dass ich das hier dran bekomme. Sollte sehr einfach gehen. Tja, man sieht ja hier, da sind keine besonderen Befestigungen. Das wird einfach nur hier aufgesteckt. Also, schauen wir mal. Und war auch wirklich ganz einfach. Ja, jetzt wirkt das hier schon ganz, ganz anders. Endlich ist das hier schön zu und sieht mehr wie aus einem Guss aus. Wunderbar. Das genau gleiche mache ich dann noch auf der anderen Seite. Und dann geht es weiter. Es sind immer noch Teile übrig. Schauen wir mal, was daraus noch gebaut wird. Ja genau, einfach nur draufstecken und es passt oder es passt halt nicht. Ich habe mich hier gerade gewundert, die zweite Seite, da passt das Ding einfach nicht. Und nachdem ich hier ein bisschen in der Anleitung rumgeblättert habe, ist mir auch aufgefallen, was hier genau falsch ist. Und zwar, ja, hier das Unterteil. Das habe ich, wie es aussieht, falsch rum dran gebaut bei der Montage in einem früheren Bauabschnitt. Deswegen ist hier unten ja dieses ganze Zeug hier im Weg rum. Das heißt, ich muss hier dieses untere Teil nochmal komplett abmontieren. Ja, freue mich riesig drüber. Und das einmal drehen, wieder dran montieren und dann sollte auch die Seitenkappe hier passen. Tja, passiert. Oder? Was meinen Sie, Herr Lewis? Während ich das Teil hier jetzt abgebaut habe, unten drunter ist mir gerade was klar geworden, habe ich beim eigentlichen Bau gar nicht so realisiert. Das hier ist die Rampe, wo man rein und raus geht aus dem Falken. Die kann hier so nach unten klappen mit diesem ja, Mechanismus hier. Sieht ganz cool aus, wirkt auch sehr stabil. Und ja, das ist die Rampe, durch die man rausgehen kann. Cool, habe ich gar nicht gemerkt beim ersten Zusammenbauen. Egal, nach der Erkenntnis können wir es nun hier richtig anbauen. Na bitte, so wird ein Schuh draus, alles passt und hier unten ist die Rampe zum Ausfahren. Wunderbar. Na dann können wir jetzt ja weitermachen. Helft mir mal suchen bitte, ich brauche eine kleine gelbe Achse. Eine kleine gelbe Achse, ich finde keine mehr. Ja, es ist mal wieder soweit, es fehlt ein Teil und zwar genau so eins hier, eine kleine gelbe Achse. Ja, eine müsste dabei sein, keine ist da und ich habe ein bisschen rumgekramt, habe noch eine gefunden, aber eine aus dem Bauabschnitt 17 Tütchen und die habe ich mir einfach mal hier rausstibitzt und hoffe, dass die vielleicht hier für diesen Abschnitt hier bestimmt war. Ansonsten, ja, können wir das gleiche Lied nochmal singen im Abschnitt 17, aber naja, egal, ich baue erstmal weiter, damit die Show weitergehen kann. Hoffentlich fehlt die später nicht. Abdeckungen, Abdeckungen, Abdeckungen und wieder ist eine fast fertig. Auch die besteht aus zwei Teilen. Hier das eine schmalere Teil und das größere Teil, auf das auch ein Sticker aufgebracht wurde.
mit diesen Einschusslöchern und na ganz ehrlich, der sieht nicht gut aus. Also das Grau, das passt hier überhaupt gar nicht, ist viel dunkler und irgendwie scheint er mir auch zu klein zu sein. Also mit dem bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich besonders zufrieden. Habe ihn trotzdem mal draufgepackt. Naja, okay, also jetzt packen wir noch hier die beiden Teile zusammen. Sieht man, hier ist die Aufnahme, hier sind die Pinne und dann will ich das einfach hier mal zusammenschieben. Live und naja, schauen wir mal, ob es auch passt. Jawohl, sieht doch gut aus. Die Teile haben hier ineinander gegriffen und somit haben wir ein großes Teil. Also da sind verdächtig viele Teile übrig geblieben, aber ich bin fertig soweit mit dem Bauabschnitt. Hier können wir die Verkleidungen sehen, einmal der Bereich und eben habe ich noch hier das kleine Panelchen hier gebaut. Also ein ganz, ganz kleines Ding. Keine Ahnung, wieso man das noch extra gebraucht hat. Und ja, wie gesagt, den Abschnitt hier, den haben wir auch noch gebaut. Der kommt einmal, hier kann man sehen, einmal hier drauf. So, und dann kommt hier noch unser kleiner Abschnitt drüber. Und zwar einmal so. Ja, so passt das und so sieht es schon ziemlich zu aus auf der einen Seite, auch wenn es hier nicht 100% passend gerade aufliegt. Und mir ist gerade noch was Merkwürdiges aufgefallen. Schaut euch das mal an. Hier fehlt was. Mir fehlt hier ein Seitenpanel. Keine Ahnung, wie das gekommen ist. Wir haben 1 Uhr Nacht. Ich habe immer oft spät nachts gebaut. Sollte man vielleicht nicht machen. Also irgendwie, vielleicht ist es abgefallen. Keine Ahnung, ich muss noch mal schauen. Aber ja, hier fehlt auf jeden Fall was. Egal, der Bauabschnitt ist auf jeden Fall erst einmal fertig soweit. Und die recht wackeligen Paneele ja, sitzen einmal hier drauf. Und das war die Seite 275. Und einmal umblättern und wir landen bei Bauabschnitt Nummer 16. Da wird hier auch das Cockpit wohl gebaut mit diesem Zugangstunnel, diesem Bereich. Und es gibt wieder ein paar Minifiguren. Aber dazu kommen wir dann gleich. Und wir biegen langsam auf die Zielgerade ein, hier mit dem Millennium Falcon Bauabschnitt 16 von insgesamt 17, also vorletzter Abschnitt, Seite 276 und das sind einige Teile nochmal, ganz, ganz viele Kleinteile hier auch. Also das wird ein durchaus etwas größerer oder längerer Bauabschnitt und wir werden hier unter anderem auch das Cockpit zusammensetzen des Falken und wir haben dann nochmal natürlich ein schönes Transparentteil und hier sieht man, ja, der hat schon einige Asteroidenstürme gesehen in China, also ist schon etwas verkratzt mal wieder, wie das üblich ja ist bei transparenten Teilen, die von Lepin und den anderen China-Herstellern kommen. Können die ja nicht anders, ne? Das muss irgendwie immer verkratzt sein, kommt aus der Presse raus, wird einmal quer durch die Halle geschmissen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, verkratzt sind die Teile immer. Macht aber nichts, macht dem Bauspaß hier keinen Abriss und ich lege dann direkt mal los mit Bauabschnitt 16. Da kümmern wir uns jetzt mal hier um diesen Bereich. Bevor wir jetzt hier die Cockpit-Kanzel anbringen, die ich schon hier liegen habe, schauen wir uns das gebaute Cockpit doch nochmal im Detail an, bevor die Sicht schön versperrt wird, denn da gibt es ein paar Dinge zu sehen. Wir sehen als allererstes mal ein paar bedruckte 1x2er-Fliesen, sind immer die gleichen, aber die Drucke, die sind sehr schön geraten und ja, die wurden einmal hier angebracht hinten, wo dann der Durchgang wohl mal sein soll und nochmal hier weiter vorne haben wir auch nochmal zwei bedruckte 1x2er-Slopes sind das, die dann auch ja, da vorne das Cockpit darstellen sollen. Hier oben haben wir wieder mal einen Telefonhörer verbaut. Ist ja wie so ein Running Gag in dem Set hier. Und das hier ist die bewegliche Befestigung, die später an den Torso, also an den eigentlichen Falken drankommt mit zwei Gelenken. Eins haben wir hier und ein zweites Gelenk haben wir nochmal hier verbaut. Und das hier ist dann auch schon ein Teil, wo es später dann befestigt wird. Hier mit diesen Technikpinnen. Und als nächstes kommt dann hier die Kanzel drüber. Die wird hier einfach drüber gesteckt und hier an den Pinnen festgemacht. Kann ich so mit einer Hand schlecht machen, deswegen nehme ich mal beide. So, und so sieht's aus. Kanzel ist drüber, man kann
immer noch reinschauen und die ganzen Elemente sehen, durch das verkratzte, schöne Klarsichtplastik. Ja, also, kann man sich jetzt schon ganz gut vorstellen, wie das dann mal hier angebaut wird. Aber bevor das soweit ist, kommen noch ein paar andere Teile dran, denn hier haben wir noch das vordere Element, das gleich noch hier aufgesetzt wird. Ja, und so ein bisschen mehr kommt auch noch hinzu. Was ganz schön ist, ist zu sehen, wie hier diese Rundung gebaut wurde. Ja, also der Hals, der wird ja auch so eine runde Form haben. Und das wurde gebaut und wird auch noch weiter gebaut mit diesen Slopes hier. Und davon haben wir eine ganze Menge. Und damit werden die ganzen Rundungen jetzt realisiert. Ja, das ist eine schöne Sache, sieht nett aus und ich mache dann mal weiter. Und da wäre die Cockpit-Einheit fertig. Wir haben, wie gesagt, hier noch weiter diese Rundungen gebaut mit den Slopes. Sieht alles sehr schön aus und wirkt auch stabil. Schöne Sache. Und wir haben hier noch ein paar nette Verzierungen angebracht, wie hier diese, wie nennt man das noch, so eine Flaschenrolle mit so einem Arm hier am Telefonhörer. Und schaut mal hier, so ein richtig altes Schießeisen, so, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, das ist sowas wie von den Piraten aus Lego. Mal schauen, da kann man sehen. Also wirklich ein Retro, na komm, stell scharf. Also wirklich eine Retro-Pistole. Die ist hier auch als Verzierung irgendwie mit dran gewandert. Ja, ansonsten haben wir nicht mehr allzu viel dran gebaut, aber was ich jetzt dran bauen werde, kann man hier sehen, die eigentliche Kanzel an den Falken. Und dann mache ich das mal. Nun ja, Leute, was soll ich sagen? Dumm gelaufen, ich habe mich mal wieder verbaut, aber ist schon eine ganze Weile her und musste dafür hier einiges gerade auseinander montieren. Ihr könnt schon sehen, hier diese ganzen seitlichen Teile der vorderen Hörner, die habe ich versaut, die habe ich falsch rum dran gebaut. Und ich habe das jetzt eben gemerkt, als ich hier das Cockpit anbringen wollte. Das hat nämlich nicht gepasst. Und zwar aus folgendem Grund. Ich kann es euch mal zeigen. Das hier ist jetzt das Teil, das ich auf dieser Seite hier angebracht hatte. Das allerdings auf diese Seite hier muss. Ich muss es einmal so herumdrehen. Und dann, ich habe hier nochmal, ich habe ja hier noch mein Provisorium dran gebaut, wo ich dachte, da wird irgendwas nicht stimmen, weil das sah so nackt aus. Aber da hat gar nichts gefehlt, sondern das sollte so sein. Aus dem Grunde, da der Cockpit-Bereich hier rein muss. Moment, das ist jetzt hier schwer zu zeigen, aber wenn ich das Cockpit hier so anbringe, ja, so seitlich, dann muss das hier hinten in ein paar Befestigungslöcher rein. Also hier muss das rein mit diesen... Mit diesen Pinnen, ja, kommt das dann hier so dran, wird befestigt. Und bei mir war es jetzt so gewesen, ich habe es versucht, aber ich habe nur die unteren Pinne reinbekommen und die oberen, die standen viel zu weit oben. Und das hatte den Grund, dass ich hier diese Aussparung auf der falschen Seite hatte, wo dann nämlich der Hals reingelegt wird, damit das alles nicht zu hoch steht. Und deswegen musste ich hier jetzt alles nochmal umbauen, damit das auf der richtigen Seite ist. Und dann sollte ich auch hier das Cockpit dran bekommen. Mann. Also ist wirklich ärgerlich, wenn man sich bei so einem Set, wo so viele Teile dran sind, dann nochmal verbaut hat irgendwann von früher und man merkt es erst so viel später und muss dann nochmal auseinanderbauen. Das ist schon echt ärgerlich. Das kotzt einen leicht an, aber egal, hilft ja nichts. Ich baue jetzt nochmal alles zusammen und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Dieses Teilchen ist übergeblieben bei dem Abschnitt und das ist unser Bauergebnis. Also das ist hier, der Gang, der hier an den Falken drankommt zum Cockpit hin und ist ein schönes Teil geworden. Doch wirklich, hier sieht man jetzt, wo man die ganzen Slopes hier verbaut hat, um diese Rundung hier fertig zu bekommen. Wir haben natürlich wieder obligatorisch die Telefonhörer mit eingebaut und so ein paar Verzierungen. Und ja, hier sieht man schon, wie das Ganze befestigt wurde. Wir haben hier unten so ein paar Technikpins dran und dann ist das wie so ein Gelenk und man kann hier schön die Rundung so zurechtbiegen. Übrigens wurde das auf beiden Seiten so gemacht. Ja, und viel mehr kann ich euch dazu nicht sagen, außer dass es jetzt hier dran gebaut werden muss. Und zwar mal so ganz grob hingelegt. So, allerdings brauche ich dafür auf jeden Fall beide Hände.
Und geschafft. Der Tunnel ist dran. Der wird einfach nur hier oben aufgesteckt. Da ist ja wie so eine Schiene hier dazwischen. Und da schiebt man den drauf. Es ist ein bisschen Frickelarbeit. Ja, also mir ist eben auch schon was abgefallen dabei. Aber alles ist drauf. Wir haben dann hier oben diese kleine Retro-Kanone auch einmal hier umgebogen, dass die dann hier so aufliegt. Ja, eine mega Befestigung. Und so sieht es dann aus. Unser Falke mit Cockpit und mit dem Seitentunnel. Damit wäre dieser Bauabschnitt auch fertig und wie gesagt, ein Teilchen haben wir übrig und ich will euch natürlich hier die Minifiguren nicht vorenthalten, denn hier haben wir einmal Ray mit Laserkanone. Ich muss sagen, der Print auf dem Körper, der sieht gut aus, gefällt mir. Auch hinten haben wir einen Print. Ja, bei den Haaren bin ich nicht ganz so sicher, ob die so akkurat sind. Das Gesicht, ja, ist in Ordnung. Wir haben auch hier nochmal ein Wechselgesicht. Hinten sieht sie dann ja, etwas so aus. Ja, ein bisschen dicklippig, aber naja, ich sag mal, wenn man die Originale zum Vergleich nicht hat, würde ich sagen, geht das hier absolut in Ordnung. Kann man so machen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie die Originalfiguren aussehen. Dann haben wir unseren alten Han Solo nochmal. Ja, der sieht im Gesicht schon ein bisschen sehr fertig aus. Print mit seiner Jacke, Hemd. Alles soweit gut und er hat sogar einen Druck hier auf der Hose drauf, ja, sehr schön. Und hinten, ja, die Jacke nochmal. Aber ihr seht schon, er ist auch ein bisschen verschrammelt worden. Und auch er hat ein Wechselgesicht. Nun, das sieht einmal so aus, das normale. Und einmal sein Wechselgesicht, wo er ein bisschen grimmig reinschaut. Das war's, Freunde. Das war Bauabschnitt Nummer 16. Und dann geht's mit dem Finale weiter. Bauabschnitt Nummer 17. Allzu viel fehlt gar nicht mehr. Wir sind auf Seite 295 und haben ja insgesamt 311 Seiten. Ein Marathonprojekt neigt sich seinem Ende zu. Hier nochmal ein Komplettblick auf den Falken von oben und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Finale!